Friedrich Eberthaler hier, G-Man Fight Night. Was für ein Kampf mit Sarah Scheurich. Nach der 6. Runde hat die Gegnerin gesagt, es geht nicht mehr weiter. Und das war auch eine gute Entscheidung, denn du hast sie absolut dominiert. Sarah, wie fühlst du dich? Wie geht's dir gerade, deine ersten Eindrücke? Ich bin einfach nur erleichtert. Ich bin froh, dass es ein guter Kampf geworden ist, dass wir wirklich zeigen konnten, dass Frauen richtig gut boxen können. Das war hart, es war eine klasse Gegnerin. Also das freut mich persönlich auch, weil ein Kampf, wo die Gegnerin in der ersten Runde umkippt und aufhört, das brauche ich nicht, das braucht das Publikum nicht. Und deswegen, ich bin sehr froh, wie gut das geklappt hat und stolz, dass wir so einen guten Frauenkampf abgeliefert haben. Was hast du von deiner Gegnerin erwartet? Sie kommt ja aus dem Kickboxen ursprünglich. Die haben ja dann manchmal so einen ganz komischen Stil. Hast du dich darauf eingestellt und wie hast du dich darauf eingestellt? Ich habe mich nicht darauf eingestellt, aber ich weiß, dass sie Kickboxen und K1 macht, dass sie da auch Titel schon gewonnen hat. Und deswegen habe ich gedacht, sie ist bestimmt hart im Nehmen und sie wird auch nach vorne gehen. Sie ist größer als ich. Das habe ich sehr selten, weil ich eben selbst auch eigentlich relativ groß bin. Und das war mal was Neues, weil eben sonst meine Gegner meistens kleiner sind. Und es war eine Herausforderung, aber es hat gut geklappt. Und ich freue mich, dass es so gut lief und auf den nächsten Kampf natürlich auch. Du hast gerade eben wir haben kurz einen Smalltalk gemacht, gesagt, du warst krank in deiner Vorbereitung. Ja. Das ist natürlich immer eine harte Nummer. Man weiß da nie, wie fit ist man dann wirklich. Das merkt man ja erst, wenn die Lungen dann voll aufgehen müssen, wenn man in der dritten, vierten, fünften Runde steht. Wie hast du dich in der Hinsicht gefühlt? Gott sei Dank hat das alles echt gut geklappt. Ich habe die letzten 3 Wochen nur eine Trainingseinheit gemacht. Das war am Donnerstag eine lockere Runde Schattenboxen, einfach um zu sehen, ob ich den Kampf machen kann, weil ich davor einfach flach lag. Ich war erkältet und hatte eben Angst, dass dann auch meine Kraft nicht reicht, um so einen 8-Runden-Kampf zu machen, weil das zerrt halt einfach manchmal und es hat Gott sei Dank funktioniert. Ich habe mich gut gefühlt im Ring und das, obwohl es ein sehr anstrengender Kampf war mit sehr viel Power und einer hohen Intensität und ich bin einfach erleichtert, dass es so gut lief. Wie geht es weiter für unsere Sarah? Die Frage würde ich gerne weitergeben an Rainer Gottwald, weil wir arbeiten seit kurzem zusammen. Ich habe jetzt hier den Kampf, mein Debüt quasi bei ihm gemacht und ich wünsche mir, dass es einfach sofort weitergeht. Wir wollen am besten Ende des Jahres schon um den Titel boxen und da bin ich voll dabei. Ich will wieder in den Ring und dass endlich was passiert in meiner Boxkarriere, dass es vorwärts geht und ich freue mich einfach, wenn er als ein guter Partner an meiner Seite das mit mir genauso sieht und wir da in dieselbe Richtung wollen und da freue ich mich drauf. Nach diesem Kampf, Rainer, hast du gar keine andere Wahl, würde ich sagen. Also, wir freuen uns, Sarah auf jeden Fall dieses Jahr nochmal zu sehen. Wir wünschen dir alles Gute, ruh dich erstmal aus, genieß den Abend und bis bald. Ganz lieben Dank, Dankeschön.